Hi Leute, Forti hier. Eigentlich wollte ich heute ein kleines Tutorial veröffentlichen, allerdings reichte mir dafür die Zeit nicht, weil Tutorials sind in der Regel etwas aufwendiger in der Produktion. Und deswegen gibt es heute ein kleines Gambling-Video. Die Seite kennt ihr ja schon, luckycases.com. Ich habe die ja schon ein paar Mal gezeigt, beziehungsweise hier Cases aufgemacht in meinen Videos. Ihr wisst es ja, wenn ihr keine 18 seid, solltet ihr oder dürft ihr sowieso hier nicht gamblen. Und auch sonst müsst ihr hier, also ihr müsst jetzt nicht dieses Video als Werbevideo verstehen oder sowas. Gambling ist ja nicht so, dass man hier unbedingt irgendwie großen Gewinn rauszieht, sondern Gambling-Seiten gibt es ja hauptsächlich dafür, dass die Betreiber irgendwie daran verdienen. Sprich, schaut einfach nur zu und das war's. Also ich verbrezel ja auch hier nicht mein eigenes Guthaben, beziehungsweise es ist schon mein eigenes Guthaben. Ich habe es noch nicht eingezahlt, es ist mein Affiliate-Guthaben. Manchmal wurde ich unter meinen Videos gefragt, wieso hast du eigentlich keine Gloves? Oder wieso hast du mehrere Knives in deinem Inventar, aber besitzt keine Gloves? Und ja, ich habe einfach noch nie so wirklich Gloves oder Cases mit Gloves aufgemacht. Und heute möchte ich tatsächlich diese schöne Case hier aufmachen. Mal gucken, was da so rauskommt. Also es gibt hier natürlich ein paar Gloves, die interessant wären. Also ich finde zum Beispiel diese Moto-Gloves, Sport-Gloves oder Bloodhound-Gloves nicht schlecht. Ja, wenn es halt jetzt andere werden, dann ist das halt so. Aber naja, schauen wir mal. Also Gloves sind heute auf jeden Fall drin. Aber wir wollen natürlich nicht direkt mit den Gloves anfangen. Wir wollen ja nicht sofort das Spannendste raushauen, sondern wir fangen hier einfach mal ganz entspannt mit der New Year Case an. Hier gibt es auch ganz schöne Dinge. Schauen wir mal, also die kostet 10 Euro. Also ich habe jetzt hier Euro eingestellt. Und genau. Ich muss natürlich hier aufpassen, dass ich immer noch so 110 Euro über habe für die Gloves. Sprich, zack, auf geht's. Schön wäre es natürlich, wenn er jetzt hier einfach stehen bleiben würde. Jetzt habe ich jetzt schon direkt beim ersten Wurf quasi Verlust gemacht. Die sieht eigentlich gar nicht schlecht aus hier auf der Abbildung. Schauen wir mal. Also ich behalte die erstmal und ich denke mal sowieso, dass ich alles, was ich jetzt hier sowieso mir auszahlen lassen werde. Ach komm, wir machen hier so eine X-Mas Case auf. Die kostet genau das gleiche eben wie die New Year Case. Dann haben wir schon mal 20 Euro weg. Bleibt doch mal stehen oder bleibt doch mal stehen. Nein. Zweimal Verlust, gut. Aber also die Skins sind natürlich nett, aber für 10 Euro sind die natürlich ein bisschen zu teuer geraten, sage ich mal. Also ein bisschen Verlust gemacht. Ist halt so. Gut, dann machen wir hier noch ein paar kleinere Cases auf. Zum Beispiel bin ich ja immer noch scharf hier auf die eine oder andere USP. Also zum Beispiel USPS Confirmed. Also Kill Confirmed meint natürlich. Aber es wird eine Night Ops für 17 Cent. Lohnt sich ja. was passiert denn, wenn wir uns hier so eine AWP-Case aufmachen? Ich weiß nicht, ob irgendjemand hier schon mal eine Dragon Lore gezogen hat. Für die 3,65 €, weil das wäre natürlich der Oberhammer. Wird natürlich nicht kommen. Aber auch mit der Medusa würde ich mich hier zufrieden geben. Sun und Leo, versuchen Sie es noch einmal. Dann versuchen wir es noch einmal. Eine Pit Viper ist, glaube ich, ebenfalls Verlust, aber hallo. Schade. Dann machen wir es einmal noch und dann ist hier vorbei mit der AWP-Case. Yay. Okay, also, oh. Ja, was? Warum ist die... Das verstehe ich nicht. Warum ist die jetzt, also diese gammelige Snake-Camo, warum ist die denn jetzt hier 3,94 € wert? Also die werde ich dann wieder direkt verkaufen, um mal ein bisschen Guthaben zu haben. Dann lass uns mal die Covered aufmachen für 6, also knapp 6 Euro. Ah, shit. Fast die Kill confirmed, aber ich habe trotzdem Gewinn gemacht. Also behalten wir. Ich würde euch auch sowieso empfehlen, wenn ihr schon generell gamblen wollt, dann ne, seid nicht zu greedy. Wenn ihr mal Gewinn gemacht habt, dann behaltet das Teil auch und lasst es euch vielleicht auszahlen und das war's. Also zahlt das nicht immer wieder rein. Manche machen das. Ich mache das auch manchmal. Aber es ist nicht immer eine gute Idee. Dann machen wir hier noch P250 auf. Die haben wir jetzt hier schon gezogen, die Alligator, wie die heißt hier, Later Alligator. Wieder Verlust gemacht. Dann machen wir hier so eine Yellow Case auf. Also hier können theoretisch auch so hübsche Knives sein. Ich will gar nicht davon anfangen. Wenn ich jetzt hier aus so einer Kiste ein Knife ziehen würde, würde ich natürlich schon hier im Dreieck springen. Natürlich nicht. Für 5 Euro ziehen wir hier so eine Aug Torque. Und jetzt würde ich einfach sagen, gehen wir zu der Glove Case rüber, weswegen wir natürlich alle hier sind. Und also wie gesagt, die Moto und die Sport Gloves wären so mein Favorit.
besonders natürlich Pandoras Box, aber die Abbildungen hier sind zum Teil auch so ein bisschen abgeranzt, ne? Also sprich, schon nicht mehr Factory New, okay, keine Ahnung. Muss vielleicht auch nicht sein, aber ich würde sagen, wir hauen jetzt hier einfach mal diese 109 Euro raus. 3, 2, 1, welche Gloves sind jetzt meins? Ah, Specialist, ich glaube, das ist gar nicht so viel wert. Ja gut, ich meine, die sind so Pi mal Daumen in etwa genau das wert, was die Case auch wert war. Ich weiß natürlich nicht, was die tatsächlich im Steam Market oder vielleicht auf in irgendeinem Shop wert sind. Aber ich werde mir natürlich erstmal das alles auszahlen lassen und auch schauen, wie die so aussehen. Das wären so erstmal auch meine ersten Gloves. Ich glaube, das ist gar nicht so eine gute Condition hier. Vielleicht irgendwie viel testet oder sogar noch schlechter. Und den ganzen anderen Mist, der überhaupt nichts wert ist, den kann man ja auch verkaufen hier für 17 Cent. Die Pit Viper, na gut, die kann man ja behalten oder vielleicht hier verkaufen und auch die verkaufen. Dann haben wir hier noch ein bisschen 3,74 Euro. Und ich glaube, dafür machen wir ganz schnell noch hier die AWP Case auf. Das passt ziemlich genau. Auf geht's, die Dragon Lore kommt. Ja, und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr denn generell selber unbedingt hier auf der Seite euer Glück mal probieren wollt, versucht es gerne mit meinem Code, dann kriegt ihr, glaube ich, auch ein bisschen Startguthaben hier. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Dieses Video ist jetzt nicht als Werbevideo gemeint. Also ihr müsst auch wirklich weder hier gamblen auf dieser Seite noch meinen Code benutzen. Ansonsten, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Bis denne.